Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von onlinefitnesscoaching.com. In unserem Erdnussbutter-Vergleich zeigen wir 5 verschiedene Erdnussbutter und natürlich auch unsere Favoriten. Wir beginnen gleich mit unserer Empfehlung dieser Erdnussbutter von Mani Life. Auf der Rückseite sieht man die Zutaten und die Inhaltsangabe. Es handelt sich hier um Roast Crunchy, also mit kleinen Erdnussstücken. Weiter geht es mit Biozentrale, ebenfalls der Crunchy-Variante. Gibt es online, aber auch im Supermarkt bei Edeka. Auch hier ist auf der Rückseite Nährwertangaben und Zutaten abgedruckt. Als nächstes kommt die Organic Peanut Butter von Body Attack in der Variante Creamy, also ohne Erdnussstückchen. Auch hier findet man auf der Rückseite die Nährwerte. Wir haben darauf geachtet, dass wir ausschließlich Erdnussbuttersorten mit aufnehmen, die ohne Zusätze auskommen. Also kein Zucker, kein Palmöl und so weiter. Teilweise ist Salz als Zutat angegeben, aber das war es dann auch schon. Hier die Peanut Butter von NU3. Ebenfalls in der Smooth-Variante, also ohne Stückchen. Auch hier finden sich auf dem Etikett alle Infos, die einen interessieren. Und noch von Vele Sports, die Peanut Butter Crunchy, auf 100 Gramm heruntergerechnet bekommt man diese zu einem sehr attraktiven Preis. Auch hier zeigen wir noch kurz die Rückseite und dann gehen wir dazu rüber, alle Erdnussbuttersorten aufzumachen und die Konsistenz zu zeigen, indem wir mit einem Messer die Erdnussbutter rausholen. Das werden wir nicht kommentieren. Dient einfach dazu, dass man sich einen besseren Eindruck von den verschiedenen Erdnussbuttersorten machen kann. Wir haben unseren Erdnussbuttervergleich auch auf unserer Webseite online-fitness-coaching.com veröffentlicht. Dort ist auch zu sehen, wer unser Kauftipp und unser Preistipp geworden ist. Und wir haben den Beitrag um viele weitere Infos ergänzt. Den Link zum Beitrag haben wir unter diesem Video in die Videobeschreibung eingefügt. Viel Spaß beim Lesen!